Ah, die sind Hup, hup, was geht? da! Kommt hoch! Wie siehst du aus, du Mongo? Ich bin jetzt locker und cool. Oh. Ja. Was ist denn so witzig daran? Ich bin jetzt locker und cool. Ja. Guck mich an, ich bin Vito. Ja, ich bin der neue Vito. Er ist locker und cool. Hola. Hola. Hast du im Dreck kaputt oder wie siehst du aus? Großartig, findest du nicht? Du bist so schmutzig. Hi. Sag ja, ich bin jetzt locker und voll gut drauf und so. Ein bisschen schmutzig. Du bist ein bisschen zu locker, ha? Oh, zu locker? Mit deinem Arsch zumindest. Sag mir, Vito, hast du etwas geraucht oder so? Nein. Okay, ich frage nur, kann das sein? Ja, alles gut. Okay. Ausgezeichnet. Also du bist dir sicher, dass du nichts hast geraucht, ja? Ich bin okay. Okay. Ja. Ist es, wie es ist, ja? Ja. Oh. Hi. Okay, wir haben folgendermaßen. Wie? Wir haben nicht auf meinen Fuß getreten, sonst falle ich um. Du erinnerst dich an Ramirez, sie? Ramirez? Oh, die schöne Lady, Chica. Die mit dem Motorrad. Die schöne Chica. Hey, ich erinnere mich. Ich habe ein großes Versprechen gegeben. Du willst und sie zwar, heiraten? No, ich darf sie nicht anfassen mehr. Ich habe dem OG versprochen. Oh. Dafür, er hat uns ein Geheimnis gelüftet. Und zwar, wir wissen, wo können wir kaufen, einen Rucksack. Ich dachte es. Es gibt einen Rucksack, sie. Gibt sie wirklich? Es gibt sie wirklich und wir wissen, wo es sie gibt. Ich dachte, das wäre ein Gerücht. No, es scheint sie wirklich zu geben. Eine Fehlinfo, um schnell an viel Geld zu kommen. Die Sache ist, wir werden es herausfinden und wenn es nicht stimmt, werde ich diesem OG einen Besuch abstatten. Oh, Drama. Ich hab nur die Vito, du Pendejo! Was ist mit dir? Was ist mit dir? Eieiei, Puta! Oh, ey, ist ja gut, beruhig dich! Wir holen Medizin, okay? Guck mal, das. Soll ich mitfahren? No, brauch ich nicht, oder? Es ist nicht mein Fahrzeug, Kuba. Ach so. Ja, ich fahre mit Vito, dann ich warte mit Ruth hier. Oh. Ruth ist ja auch dort. Nee. Komm, okay, dann warten hier. Dann ich fahre mit Vito. Ja, weißt du, wohin, Vito? Ja, ein Automat und Shop dann. Nee. Sag mir, liegt da ein Dinosaurier-Skelett? Nee, das habe ich auch schon gesehen. Frag mich, was das mal war. Oder ist das ein Wal? Was? Ein Riesenskelett. Wo denn? Da unten. Siehst du es nicht? Ah! Hat einen echt komischen Kopf. Ich frag mich, was das war. Eww. Vielleicht ist das Loch Ness? Vielleicht. Man kann auf den Kopf klettern. Wettrennen! Oh. Ui. Aua. Sieh dir den Kopf an. Das ist ja eklig. Was sind das für Hörner? Ich stotze es an der Nase. Ja, das ist okay. Wow. Au, au. Au. Oh, Anna, müde. Ja, Anna, schlafen. Ruba auf die große Insel hier hinten. Na, wir gucken mal, was wir dort kriegen. Guck mal, da kommt jemand aus dem Wasser. Da kommt einer. Hola. Hola. Was geht? Nichts. Oh. Na dann, schönes Wetter heute. Guter Tag zum Schwimmen. Ja, ich warte eigentlich auf den anderen. Okay. Der wartet auf einen anderen Tag. Ah. Ja. Der wird bestimmt schöner. Ja, kann ja sein. Ja. Ui, Achtung. Au, aua. Ja, moin. Servus. Ja, schneller. Wer traut sich hier rüber so gern? Ich. Du traust dich? Ja. Okay.
Bin gespannt. Ich habe es geahnt. Selbst wenn sie sagt, ich. Man muss nicht immer der Erste sein bei etwas. Nee. Siehst du, ich weiß jetzt, ich gehe nicht darüber. Eieiei. Oh, die haben Essen auf dem Grill. Nee. Der hier lebt auch echt gut. Ja, hat einen Rucksackhändler an der Tür. Ja. Er hat immer genug Rucksäcke. Die Sterne ist Billard. Oh, Anna! Alles, ach du Scheiße! Oh, Anna! Oh Gott! Guba, was ist mit dir? Geh weg! Was? Wie was? Ist das... Hier brennt alles! No, warum liegt sie dort? Weil es brennt! Ruf einen Arzt! Kommst du mal da runter mit der, das ist ein ungemütliches Platz zum Schlafen. Ich rufe einen Arzt. Glaube. Komm mal, sie ist dead wieder. Nicht ganz, aber fast. Notruf. Tippe sie noch ein wenig an. Feuerwehr. Wir brauchen sofort einen scheiß Notruf. Okay. Guck mal, ich habe sie geleckt auf die Bank. Ach, wie schön. Das wird dir helfen. Ach nein, 1, 2. Hola! Hola! Ich habe gerade eben ein Dispatch abgesetzt. Sehen Sie die Insel ganz im Norden? Ach, da ganz oben, alles klar. Da ganz oben, hier liegen einfach zwei Verletzte. Wir bräuchten dringend medizinische Hilfe. Wir können aber nicht versprechen, dass wir da hinkommen, weil das Problem ist, dass wir sind und in ein schwarzes Loch gefallen sind. Da nur noch ein großer roter Fleck. Versuchen es, ne? Ihre Einsätze schwimmen? Die Insel hat ihn gefressen. Ja, rüberschwimmen ist jetzt nicht das Problem, aber ihr seid ja auch, wo diese Veranda ist, ne? Ja. Ja, ja, genau. Und da ist das Problem, dass da halt, wie gesagt, auch alle dort. Die noch. Okay. Eingefallen sind und wie gesagt selber bewusstlos waren. Aber wir kommen hoch und versuchen es, okay? Das wäre sehr nett, Sir. Danke. Alles klar. Bis gut, gleich, okay. Ne? Wir melden uns. Ciao. Alles klar, bis gleich. Tschüss. Es gibt ein Problem. Ah. Der Verkäufer ist in dem Busch, aber man kann nicht, aber man kann nichts kaufen. Wo ist dein Verkäufer? Hier? In dem Busch neben dem Grill. Hier. Sie. Ein gottverdammter Tannenbaum, Junge. Gehst du mal rein und da ist der Verkäufer. Oh, Hanna. Jungs. Jetzt gebt mir all eure Kraft, die ihr habt. Okay? All eure Kraft, die ihr habt, brauche ich jetzt. Ich habe nicht so viel, aber du kannst alles haben. Ich bete. Ich bete. Weißt du, wie sich das anhört? Wie heißt das Munzelmonster nochmal? Aha. Hört sich an wie das Munzelmonster. Wie heißt das Munzelmonster noch? Elliot, Kuba. Das Munzelmonster. Kuba! Ich kann mich nicht konzentrieren. Oh, so entweder du hörst jetzt auf oder ich lasse dich zerplatzen wie Carlos. Okay, ich warte. Stell dich neben den Typ mit die komische Sonnenbrille und gib mir eure Energie, okay? Das ist Vito. Ja, sag ich doch. Wo ja. Kommt er denn her? So, ich brauche eure... Wer ist er? Wer? Ja, der Arzt, hola. Herr Doktor, wir brauchen dringend Hilfe. Nein, ich bin kein Doktor, warum falle ich in den Boden? Was soll machen Sie denn hier? Wir brauchen einen Doktor, keinen fremden Kerl, der hier einfach herkommt. Ja, dann sollte man nicht so auffällig hier hinschwimmen. Das ist doch... Hoppala. Kannst du mal wegtun, dein... Oh, wunderbar, ja, okay. Das war nicht da gewesen, die gehört in meinen Dienstspind. Die war... Oh. Sie wissen. Sie sind Polizist. Das ist richtig. Was ist denn? Wie ist Ihr Name? Hey, Caruso, mein Name, schönen guten Tag. Caruso. Herr Caruso, ja. Könntest du einmal hier runterkommen, bitte? Ja, geh ja, mal runter. Nee, ehrlich gesagt nicht, weil ich fall durch den Boden. Ah, okay, okay. Auch kein Problem, dann komme ich zu Ihnen hoch. Herr Caruso. Ja. Mein Name ist Rüdiger. Schönen guten Tag. Wir machen hier gerade eine sehr intime Sache und Angelegenheit. Ja. Und wenn Sie daran teilhaben möchte, es kostet ja eine Kleinigkeit. Eintritt sozusagen. Nein, es ist nicht Eintritt, sage ich mir so, es ist
Ich brauche zwei Sachen von Ihnen. Die eine okay. Sache ist es materiell, die andere Sache ist es spirituell. Die habe ich in Sie. Die materielle Sache zuerst, ich brauche von Ihnen $500. Die ja, zweite die Sache. Ich nicht. Also auf dem Konto vielleicht. Oh Mann, ja. Oh, ja. Sie, da haben wir schon ein Problem. Da müssen Sie. Bleib liegen, es kann nicht mehr lange dauern. Dann brauche ich von Ihnen umso mehr Energie. Energie? Energie abgebe, ja, ja. Was denn für eine Energie? Ja, ich hoffe nicht meine Lebensenergie. Wie war nochmal Ihr Name? Caruso. Ich hänge an meiner Lebensenergie. Davon habe ich auch nicht allzu viel. Wie lange sind Sie schon bei der Polizei? Seit dem ersten Tag des Staates. Und ich muss Ihnen erklären, was eine Energie ist. Wenn Sie einen Energy-Drink haben möchten, dann kann ich ihn besorgen. Nein! Kuba. Sie? Hast du eine Waffe dabei? Ich habe ein Messer. Hast du eine Waffe dabei, Vito? Ich hab schwere Fäuste. Brauche ich mein Messer jetzt? Nein, nicht bei mir. Ich sag, ich brauche seine Energie und er möchte mir mein Energy Drink geben. Ja, aber was ist denn mit dem Fall? Ich benutze mein Messer. Ich bin ein wenig verwirrt, muss ich gestehen. Das, naja, ich weiß nicht. Darf ich jetzt benutzen mein Messer? Nein, Kuba, darf nicht. Nein. Oh. Okay, dann, also ja gut, ich meine, wenn Sie... Ja, Sie haben keine materielle Leistung, Sie können mir nicht Ihre Energie geben, dann, naja, dann muss ich Sie, glaube ich, bitte diesen Ort zu verlassen. Weil ich bin dann gleich ein paar sehr, ich weiß es nicht, wie ich es erklären soll, ein paar sehr spirituelle Dinge, die Sie nicht verstehen werden, wenn Sie uns keine Energie geben. Ja, okay. Ja, okay, auf einmal haben Sie was. Nein, nur ich verstehe. Das glaube ich nicht. Ich lasse sie dann mal mit ihren. Ich weiß nicht, ob ich mich runtertrauen kann. Ja. Springen Sie einfach. Einfach springen. Kann ich noch helfen? Also, wie gesagt, ich falle. Oh, es geht wieder. Ich falle nicht mehr durch den Boden. Ja, sehen Sie? War doch gar nicht so schwer. Ja, da haben Sie recht. Ja. Gut. Und bevor ich gehe, ganz wichtig. Haben Sie einen Schnitzel? Ich hätte gerne einen Schnitzel. Nein. Oder ein Steak? Nein. Was? Nee. Das ist alles abgezählt, wir brauchen das. Ach Mist. Ich wollte gerade sagen, bevor ich gehe, Sie müssen eine Sache auf jeden Fall beachten. Ja? Ich habe nichts gesehen. Nee, nichts. Nein, was die Frau da mit der... Ich habe nichts gesehen und nichts gehört. Ich bin schon weg, tschüss. Ja. Wiedersehen. Vito? Nee. Was ist da gerade explodiert? Ich hoffe, es war nicht der Doktor. Ich glaube, es war Kuba. Kuba steht also, da und telefoniert. Der Masseumfang von der Explosion könnte passen. Oh, ne, ist steht da. Okay. Versuch es noch einmal. Gut. Eieiei. Ah. Ja. Rucksackverkäufer, gib uns, was du hast. Vito! Was? So funktioniert's nicht. Oh, ich dachte, so funktioniert's. Nee, so kann es nicht funktionieren. Oh, dann hab ich was falsch verstanden. Anna, bleib einfach liegen. Das wird schon wieder, das kriegen wir hin. Gar kein Problem. Ja, einfach genauso liegen bleiben, nicht bewegen. Du machst das großartig. Das kriegen wir wieder hin, das war ja halb so schlimm. Ein paar kleine Brandwunden, da halb so wild, da hat noch jeder überlebt. Ruh dich einfach aus. Schön liegen bleiben. Ja, warte, wenn er im Krankenhaus ist, dann kommen wir zum Krankenhaus. Okay. Herr Doktor, kommen Sie mit. Willkommen in die Stadt. Kommen Sie, schnell. Ja. Herr Doktor. Oh, hallo, Herr Doktor. Oh. Geht um Leben und Tod. Ich meine, es geht mehr um Tod als um Leben, aber helfen Sie ihr. Sie braucht Hilfe. Und nein, das Blut ist nicht von ihr, falls Sie das sehen.
Kriegen Sie das wieder hin? Ich muss erst mal schauen, wie es der Dame geht. Ja, schauen Sie mal. Also, ihr geht's gut, sie liegt ruhig. Sie schläft. Glaube ich. Ich bin kein Arzt, aber für mich schläft sie einfach nur. Wecken Sie sie wieder auf. Können Sie das? Selbstverständlich. Oh, Sie sind ein Engel. Ich habe ihr Wasser ins Gesicht geschüttet, hatten nicht geholfen. Herr Doktor. Das ist der falsche Bereich, Finger vom Arsch. Was für ein Arzt sind Sie? Warum betatschen Sie sie? Was ist mit Ihnen? Sie sollen mir helfen, nicht Ihre Bedürfnisse befriedigen. Ja. Ja. Ich versuche die Dame zu reanimieren, sie ist bewusst tot. Am Hintern? Okay. Also, tatsächlich, ich hätte auch drauf gedruckt. Also, ich glaube, es ist eher nicht der Hintern. Ich glaube, er versucht hier irgendwie sie aufzublasen oder so. Oh, Hanna! Okay, bis zu diesem Wimmern hat er sich gut angehorzt. Also, ich sag schon mal, solange sie am Wimmern ist, heißt das schon mal, sie lebt. Ja, sie lebt. Ja, ein Glück. Also der Anfang war super, aber dann wurde es ein Wimmern und ein... No, das war Abtonen. Also ich kenne solche Stellen aus diversen Filmen. Normalerweise kommt jetzt der Spruch, wo einer sagt... Guten Tag. Wer sind Sie? Ich bin... Oder warum hast du eine Maske auf? Das ist der Engel. Aber warum sind Sie hier? Warum liegt hier Stroh? Deswegen wurde ich gerufen. Ah, das ist Feuer! Ah, das ist heiß! Passen okay. Sie auf. Können Sie sie mitnehmen, einweisen in den Anstalt? Nein, ja, bitte nehmen Sie sie gut. Nicht mitnehmen. Ich glaube, Sie müssen sie mitnehmen. Machen Sie das Feuer aus. Bitte. Irgendwas stimmt mit dir nicht. Es war heiß und dann war Bumm und... Kein Problem, ich mach das Feuer aus. Guck genau hin, wie es passiert. Achtung. Nee, Abstand, Abstand. Oh Gott. Abstand, laufen Sie weg. Ich meine das ernst, hier fliegt gleich alles in die Luft, nehmen Sie Abstand! Ich habe ein Déjà-vu! Dem Mann geht's doch gut, oder? Der hängt ein bisschen, oder? Ich bin mir nicht ganz so sicher, wie es ist. Hören Sie mich noch, hallo? Knallen Sie ihm eine! Hallo? Hallo? Ich hab das nachgewusst. Sir, aufwachen. Holländer, ich hab Käse dabei. Willst du ein Stück? Genau, gib ihm Käse. Ja, Käse hilft immer. Holländer lieben Käse. Eben, deswegen. Holländer, wir haben ganz viel Käse. Ja. Ganz viel. So viel Käse. Geh nicht ins Licht. Genau, geh zum Käse. Hier ist der Käse. Komm. Oh, put. Hey, wieder der auf. Der Käse ist lecker. Ja, sehr gut. Oh Gott. Huch. Oh, alles gut. Ich glaube, er hat das Feuer nicht ausgemacht. Nee, hat er nicht. Expectum Patronum. Yep. Okay. Okay. Das sieht sehr, sehr gefährlich aus, was Sie da gemacht haben. Sie sollten das nicht wiederholen. Das wäre gut. Peter, nicht du auch noch. Nee, ich... Ich habe Angst, dass ich auf dem Blut hier ausrutsche. Gerade irgendwie. Was ist das viel? Oh Gott. Ist noch mehr? Wo ist Carlos? Carlos? Haben Sie Carlos gesehen? Carlos, Ich kenne keinen Carlos, nein. Oh. Carlos, geht's gut? Geht es Ihnen denn jetzt? Natürlich Ihnen beiden. Ja, ich weiß nicht. Ich bin ganz schön heiß. Ja, mir ist auch ziemlich warm. Aber sonst? Ja, das heißt nicht umsonst, spiel nicht mit dem Feuer. Ja, ich wollte hingehen und was ausmachen. Das war gar nicht symbolisch gemeint, Vito. Wie bitte? Das mit dem Spiel nicht mit dem Feuer war nicht symbolisch gemeint? Nee, das meine ich ernst. Oh, ich werde das nie verstehen. Ach, irgendwann. Wir arbeiten dran, okay? Leute, da unten steht die Polizei. Ah, die konnten mir mal meinen Kopf anstecken. Wieder, Jungs. Ich kenne den doch, das ist doch hier dieser Gott. Wie heißt du nochmal, ey? Wie heißt du denn nochmal, ey? Wo? Alpay war ich. Da unten. Ich den nicht mal verarbeitet bisher. Ach, du bist das, ja, natürlich. Da unten. Wo? Ich sehe nichts. Was geht, Alpay? Ah, doch, dort unten. Kommen zwei Officer. Drei Officer. Wir sollten hier weg. Was wollen die denn hier? Sollen wir schwimmen? Komm, wir gehen schwimmen. Drei Officer kommen. Los geht's. Hey,
Boah, ich trau mich nicht hier runter zu springen. Ja, der macht's richtig. Los geht's. Ui. Oh, no, das sah nicht gut aus. Oh, aua, au, au, au. Mach es nicht, mach es nicht. Ich bin lieber von der Landeplattform. Oh. Scheiße. Bibben. Anna, du läufst. Wie ist das denn? Nein, du läufst, du rennst, du joggst. Wie machst du das? Bist du Jesus? Ich schwimme. Ja klar, wie Jesus. Hey, Leute, tauchen ist übrigens schneller. Oh, gut zu wissen. Ja, aber da ertrinke ich. Nein. Ja, du musst halt ab und zu auftauchen. Nee, das ist mir schon mal passiert, das mache ich nicht nochmal. Tauch. Nein. Oh, Luft. Oh, ich bin ganz schön erschöpft. Ja. Weiter. Polizei. Gar nicht mehr. Weiter. Gar nicht mehr. Weiter. Okay. Oh, ich bin da. Au, au. Oh. Da ist einer im Wasser. Wo? Oh, da vorne. Da vorne. Der läuft auch. Ich sag ja, noch ein Jesus. Oh, rechts ist auch noch einer. Oh, da kommen sie ja. Das sind Polizisten. Oh, dann hey, weiter. Weg hier. Oder? Ja, wir gehen einfach mal weiter. Ah, okay. Ja, au, aua. Au, schnell, oh Gott, meine Engel. Ja. Los, weiter. Jetzt bleiben sie doch mal hier. Oh Gott. Oh, was? Kollege, bist du da? Nein. Bleib jetzt hier. Nein. Oh Mann. Was wollen sie? Hilfe, was wollen sie? Sagen sie mir, was sie wollen. Hier ist ein Dispatch angekommen. Die Dispatch. Ja, wegen irgendwelchen Sachen, die Rituale machen. Jetzt bleib stehen. Oh, ich will nicht mehr rennen. Ja. Ach, wo sind deine Kollegen jetzt schon wieder hin? Ich weiß nicht, wovon du redest. Wovon sie reden? Entschuldigen Sie, Sir. Du verarschst mich nicht. Hi. Huch. Herr Kollege? Ja, bitte. Ich will an Ihrer Stelle am besten den Herrn Van Dugen die Wahrheit erzählen. Ja, kennen wir uns nicht. Ich bin genervt. Ich muss jetzt zweimal schwimmen, über Steine klettern und sonstiges. Was zum Fick habt ihr da drüben? Also, auf den Schock muss ich erstmal was essen. Welches Ritual habt ihr gemacht? Oder ich mache ein Ritual mit dir. Aber ich weiß nichts von Ritualen und. Boah, beim Ritual mache ich gerne mit. Ja. So, ich habe gehört, das soll hinten wehtun. Ja, kann ich mir vorstellen. Was machen sie hier? Wo sind deine Kollegen? Sind die schon wieder rüber zu den Autos gerannt? Ja, zu den Autos. Da sollten wir auch hin. Nein? Du erzählst uns jetzt erstmal, was hier Sache ist. Ich weiß ja gar nichts. Nein, deshalb bist du auch mit weggeschwommen. Ja. Alles ruhig. Wenn alle schwimmen, dann schwimme ich eben mit. Sag mal, Herr Van Dugen? Ja, bitteschön. Poltermethoden sind schon abgeschafft, ne? Ja. Leider ja. Oh. Sehr gut. Also ihr habt nichts mit irgendeinem Ritual zu tun und Messern hierbei. Was für ein Ritual reden Sie denn da die ganze Zeit? Ja, das wüsste ich auch gerne. Irgendwas mit einer Frau. Bei uns wurde das gemeldet. Ja, wo Frau? Ist die Frau? Die Frau läuft hier irgendwo rum bestimmt. Wo ist die Frau? Die läuft hier irgendwo rum. Ich weiß es nicht. Ich bin hier alleine. Deine letzte... Kennst du Döppen? Was für ein Ding? Döppen? Nee. Das ist deine letzte Chance oder wir machen Waterboarding mit dir. Geil! Ja, ich weiß, also die Frau, die ich gesehen habe, die war furchtbar lebendig. Ja, wo ist die? Die läuft hier irgendwo rum, vielleicht schwimmt sie schon weiter. Wir sollten hinterher. Habe ich es gerade richtig gehört? Ist sie lebendig oder war sie lebendig? Sie ist. Achso. Gerade hat er noch gesagt, sie war lebendig. Eben gerade war es noch wahr. Ach, Missverständnis. Was hat denn der Dancer jetzt? Weiß ich doch nicht. Da sollten die dran gehen, das ist wichtig. Willst du anrufen oder ich? Schon dabei. Herr Kolesi? Ja, bitte. Tragen Sie immer so einen komischen Ohrring? Ja, okay. Ja. Ich versuche neuerdings cool und hip zu sein. Was cool und was? Hip. Ich glaube, Sie sind eher was anderes als cool. Locker und geschmeidig? Doof. Nee, das glaube ich nicht. Warum nicht? Ja, weil ich bin echt... Wo ist eigentlich mein Kollege hingelaufen? Ja, das frage ich mich auch. Du, wo bist du? Hier. Hinter uns wahrscheinlich, wa? Jo, man hört sich denn zwar. Ja. Und, was war?
Ne, da waren irgendwelche komische Gangmitglieder auf seinem Grundstück. Oh Gott, ey, schon wieder. Ja. Ja, check. Sind die Personen bei dir oder sind die schon alle abgehauen? Welche Personen? Vito? Was? Ich sehe doch hier genauso viel wie sie. Ja, aber du warst mit denen unterwegs. Du bist genauso rübergeschwommen mit denen, ne? Wer sind die denn, Vito? Ja, das sind so Leute, die... Ja, was sind das für eine Leute? Furchtbar freundlich und nett. Boah, verkrack mich jetzt nicht für doof. Wenn sie mir kein Vertrauen schenken wollen, dann brauche ich ihnen auch nichts erzählen. Ja? Ja, check, wir kommen so weit dann wieder. Erzähl mir, wer die waren, Vito. Das war die Susi und der Peter und... Sekunde. Hallo. Wo bist du? Ich bin hier auf der Insel mit zwei netten Polizisten. Ja, ich such meine Karre. Ja. Hast du meine gesehen? Nee, ich finde kein Auto mehr. Weißt du ungefähr, wo wir geparkt haben? Ja. Nein. Oh. Ja. Ich hab wieder schwimmen. Okay, musst du mit denen reden? Vielleicht schaffen wir es ja noch in den Sonnenuntergang. Sind die böse? Ach, die wollten irgendwas von einem Ritual wissen. Ich weiß hier. Nichts von einem Ritual und der toten Frau. Guck mir den Sonnenuntergang von okay, hier. Okay, soll ich mal dazukommen? Ja. Ach. Wo bist du denn? Ich hatte eure Ausbildung. Wenn ich das wüsste. Bist du doch gut, auf derselben alle Insel? Soweit durch. Ja? Nee, geil. Ich bin hier auf der, ja, von der wir kamen. Wir hatten ausgebildet. Oh, wow. Dann komm ich auch mal rüber. Jetzt halt, Crashkurs für Rang 2. Oh, du bist doch auf der ganz anderen. Ja. Wegen Ausbilderanwärter. Oh. Ja. Damit wir jetzt die nächste Rang 2 erstmal mitmachen können. Okay. Ja. Gut, leiten dann, und ausbilden. Und danach entfaltet sich alles, ob wir angenommen werden. Genau, ich komm auch. Ja. Bis gleich. Mal schauen. Aber cool, wenn es klappt auf jeden Fall. Wir sollten rüber. Ja, willst du jetzt noch rüberschwimmen? Also ich bleib hier. Oh. Aber tauch nicht so tief, ne? Ja, ein bisschen spät. Oh. Aber du kannst von mir aus gerne noch rüber, wenn du willst. Ja. Wenn du es doch schaffst. Das schaffe ich. Wenn ich wag, der nicht gewinnt. Wenn der geht runter. Nein. Ich schaffe es. Noch ewig Zeit. Feiglinge.